Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe heute mal etwas Neues vorbereitet und zwar eine Mod, die ich euch teilweise vorstellen möchte und wo ich teilweise auch einfach nur fragen möchte, ob ihr Bock darauf habt, wenn ich äh, in Zukunft ein bisschen öfter mit dieser Mod arbeite und Tutorials auch damit mache. Ich äh, werde euch später sagen, was die Vor- und Nachteile daran wären. Aber als allererstes gucken wir uns die Mod mal an. Und bevor wir uns die angucken, erstmal die Info, wie die Mod überhaupt heißt. Und zwar ist das die Mr. Crayfish Furniture Mod. Und äh, genau, das Ganze seht ihr wahrscheinlich teilweise schon. Wir haben eine Menge neue Blöcke und äh, neue... Ja, Möglichkeiten, hier etwas zu gestalten. Und zwar, ich habe hier einfach mal ein normales Haus gebaut und ihr seht schon, hier gibt es so ein paar komische solche Steinplatten, wo man drauf gehen kann. Ihr seht hier einen Briefkasten, einen Grill, so ein Zaun. Also es sind einfach ganz viele dekorative Möbelstücke, die dazugekommen sind. Und ich finde den ehrlich gesagt richtig cool. Ja, und es tut mir leid, meine Stimme ist noch angeschlagen. Ich bin noch ein bisschen krank, aber... Ähm ja, ich wollte das Video jetzt einfach bringen, weil der Adventskalender, der muss ja weitergehen. Und äh, genau, also ihr seht das hier echt richtig coole Sachen. Hier so ein Wasserhahn, so ein Trampolin hier zum Beispiel. Und das Coole ist, das funktioniert sogar. Also, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann merkt ihr das. Ich springe immer höher. Und äh, genau, also jetzt, ich glaube, habe ich die Maximalhöhe erreicht. Also, das ist schon krass hier. Guck mal, also, so hoch wie dieses Haus. Also das ist echt verrückt und äh, genau, da kann man hier auch wieder runter. Und äh, hier so eine Gartenmöglichkeit, so ein Feuer, also äh, ein Lagerfeuer zu machen, so eine Box, äh, also richtig coole Sachen. Ich finde, das ist echt richtig cool geworden. Und auch innen habe ich sehr viel mit der Mod rumgespielt. Und äh, sogar hier eine Klingel, wenn man hier drauf drückt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was passiert. Hier seht ihr das, diese Fußmatte. Johannes Gerzen, die kann man sogar beschriften. Ne? Also, jetzt hier einfach mein Name drauf. Und dann, wenn man reingeht, dann seht ihr auch sofort die ganzen Möbel. Das alles neue Blöcke. Und zwar haben wir hier einmal so eine Tischecke mit Stühlen dran und so ein paar Tellern auf dem Tisch. Wir haben hier hinten so eine Sofa- und Chill-Ecke. Und das Coole ist, die passt sogar zu Weihnachten. Also, ihr seht das Ganze weihnachtlich eingerichtet. Richtig cool, wie ich finde. Also passt absolut jetzt auch zur Jahreszeit. Also hier mit diesem Kranz, mit diesem Baum. Echt, das finde ich richtig cool. Auch hier mit diesen Vorhängen. So ein bisschen schade ist, dass man die nicht nach unten ziehen kann. Oder ich weiß noch nicht, wie das geht. Aber ansonsten auch richtig cool. Und guckt euch mal die Küche an. Das ist doch krass, oder? Also wie die Küche aussieht, so realistisch und so viele Sachen, die hier dazu gekommen sind, echt ich feiere das mega heftig. Wir haben hier einmal den Ofen und ihr seht, man kann den sogar benutzen mit so ein paar neuen Funktionen, glaube ich, oder mehrere Sachen, die man gleichzeitig machen kann. Wie das Ganze funktioniert, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, weil ich äh, mich noch nicht so lange damit beschäftigt habe. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Auch so die anderen Sachen, die man hier hat. Oben diese Schränke, da kann man Sachen drinnen lagern. Man kann äh, hier in der Mikrowelle auch irgendetwas machen. Ähm, der Toaster, okay, da kann man jetzt nichts machen. Aber hier kann man auch irgendwie was mit, äh, mit diesen Items machen. Also das soll eine Spülmaschine sein. Und so ein Mülleimer, da kann man glaube ich auch Sachen reinschmeißen und dann einfach löschen. Also, das ist auch richtig cool. Also, dass auch Funktionen mit dabei sind, ohne wird das finde ich mega krass. Und da hinten sogar so ein Feuermelder, aber ich glaube, der hat jetzt keine weitere Funktion. Vielleicht piept er, wenn es brennt oder sowas, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall schon mal mega cool. Dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal das Schlafzimmer an, das ich hier hinten reingezogen habe. Hier habe ich jetzt nicht sehr viel Neues, aber ihr seht schon rechts und links von dem Bett sind solche auch Lagermöglichkeiten, solche ähm, Nachttische. Das ist richtig cool und hier diese Lampe. Das Coole ist, die kann man auch an und ausmachen mit Rechtsklick und das finde ich irgendwie auch richtig cool. Ansonsten noch so ein paar Bilder und hier so ein Kleiderschrank, wo man halt auch Sachen reinstellen kann. Das ist auch richtig cool. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch noch mal das badezimmer an und das ist hier so ein bisschen äh, ja klein aber eigentlich trotzdem richtig cool man hat hier einmal so ein klo wo man sich sogar drauf setzen kann ähm, so eine badewanne press f vorfahrt ach so ich kann jetzt sogar wasser glaube ich hier rein tun das habe ich noch gar nicht gemacht ich guck mal okay irgendwie funktioniert das ah doch jetzt ah okay Guck mal, so stückweise kann man Wasser reinfüllen. Also echt, das ist richtig cool, wie das Ganze gemacht ist. Also, jetzt ist sogar Wasser mit drin. Echt richtig nice. Hier beim Waschbecken kann man wahrscheinlich auch Wasser reinmachen. Und dann hier oben diese Schränke, da kann man auch so ein paar Sachen reinlegen. Also echt richtig, richtig cool gemacht. Hier sogar so ein äh, Fußabtrockner, wenn man so aus dem Bad rauskommt. Hier das Fenster so ein bisschen zugemacht, damit hier nicht jeder reingucken kann. Also echt richtig 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 geil wie ich diese Mod finde und äh, genau das war es jetzt so was ich jetzt ausprobiert habe man hat noch mehr Möglichkeiten das war noch lange nicht alle Blöcke hier zum Beispiel so ein Grill äh, den habe ich vor noch gar nicht gezeigt irgendwie hat der jetzt gar keine Funktion aber so gut sieht halt trotzdem mega nice aus und äh, genau also echt ich finde diese Mod ist richtig cool mir gefällt das richtig heftig ähm, ich, es gibt aber nur so ein paar Nachteile oder ich sag mal einen großen Nachteil. Das Ganze läuft aktuell nur auf der Version Minecraft 1.8.9 und das ist echt schon eine etwas ältere Version und das finde ich so ein bisschen schade. Also dass die noch nicht abgedatet wurde auf die aktuelle Version oder wenigstens auf die 1.10. Also das heißt, wir sind hier in einer etwas älteren Version und bis jetzt gibt es das noch nicht in der neueren. Das finde ich ist mega schade. Also das heißt, wir könnten nur höchstens auf der 1.8.9 spielen, wenn wir das Ganze so benutzen. Und äh, ja, genau, das war's. Also das ist dieser große Nachteil, den ich ansprechen wollte. Und äh, genau, also schreibt mal einfach eure Meinung rein. Wollt ihr Tutorials sehen, wo ich Häuser einrichte mit diesen ganzen Mods? Das heißt, ihr müsstet euch den Mod dann auch runterladen. Und äh, dann könntet ihr zusammen mit mir auch so Häuser nachbauen und so weiter. Und äh, genau wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr Bock darauf habt, dann könnte ich euch auch zeigen, wie man das Ganze installiert und so weiter. Das ist teilweise ein bisschen kompliziert, wenn man das noch nie gemacht hat. Ansonsten ist es einfach ganz normal zu installieren wie eine Mod. Also, wie gesagt, das könnte ich euch zeigen. Aber schreibt mal einfach unten in die Kommentare rein. Habt ihr Bock, auch mal Tutorials zu sehen, wie ich mit diesem Mod äh, Häuser einrichte? Oder sagt ihr, wir bleiben einfach bei dem klassischen Minecraft, bei den Standardblöcken ohne Mods, ohne dies und das? Einfach eure Meinung unten in die Kommentare. Das wäre richtig cool. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass ich morgen wieder fit bin, dass meine Stimme nicht mehr ganz so angeschlagen ist wie jetzt, weil das regt schon ein bisschen auf und äh, ist es ist schon voll anstrengend zu sprechen. Also Leute, bis morgen, haut rein, meine Freunde. Ach klar, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, das wäre auch richtig cool. Und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sonst jetzt wirklich haut rein, bis morgen, ciao, ciao.